Hallo, ihr lieben Menschen da draußen an dem Bildschirm. Willkommen zu einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Musikmagazin für Newcomer-Bands oder Bands, die eben noch nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich verdient hätten, bekannt zu sein. Wir bewegen uns zurück zur dritten Newcomer TV-Nacht, die unlängst stattgefunden hat. Und zwar genau am 26. Mai, Freitag, den 26. Mai. Ein wunderschöner Tag in der Portstraße Jugend und Kultur. Und vier großartige Bands haben wir eingeladen. Und vor allen Dingen die musikalische Range in dieser Newcomer-Nacht war gewaltig. Also es fing damit an, dass eine Singer-Songwriter-Band, die eigentlich Protest-Songs macht und die mit Soul- und Pop-Elementen als Duo vor Jahren unterwegs war und sich dann zu einer Band gemausert haben, also vier Leute, und die einfach uns so verzaubert haben mit ihren leisen, gesellschaftlich kritischen Tönen. Und deswegen ein Riesenapplaus von euch für mehr Impulse. Mehr Impulse hat sich eigentlich im Grunde genommen aus einem Duo entwickelt. Also ihr seid, wenn ich mich nicht irre, schon ein paar Jahre unterwegs, und wir haben uns auch auf der letzten Sommerwerft sozusagen musikalisch kennengelernt. Sommerwerft, für die, die es nicht wissen, dieses große Straßenkulturfestival, was seit über 20 Jahren an der Weseler Werft stattfindet. Mehr Impulse heute mit noch mehr Musikern. Also das heißt, ihr habt das Duo zu einem, wenn ich mich nicht falsch erinnere, zu einem Quartett, ne, oder?
Ja, ich habe mich auch gefragt, wie man es nennt. Ich habe auch Quattro heute geschrieben. Und genau, wir sind erst seit ganz kurzem jetzt 4 geworden. Und tatsächlich war es ein großer Wunsch im November, dass wir mehr werden. Und wir hatten auch vor allem die Vorstellung von Blasinstrumenten. Und jetzt haben wir tatsächlich 2 Saxophonmenschen drin. Und genau, werden aber auf jeden Fall oder sind jetzt seit Februar dabei, uns quasi miteinander zu verbinden und zu gucken, mit welchen Liedern können wir gut einsteigen und zusammen so einen Flow finden. Und das ist richtig schöne Erfahrung gerade. Songschreiberin, du bist Sängerin, Gitarristin und machst wahrscheinlich auch die ganzen Texte von Mehr Impulse. Oder macht ihr mehr, also ist dein Partner, der gute Jonas, auch an den Texten beteiligt? Ich würde sagen, also das Grundkonstrukt von den Liedern hat fast alles schon bestanden, als wir angefangen haben, gemeinsam Musik zu machen. So dass es hier und da einfach so Feinschliffe gibt und aber wir auch ja, uns nicht nur musikalisch, sondern auch manchmal über die Lyrics unterhalten, wie wir da was besser machen können oder auch tatsächlich einfach Feedback reinholen, wenn es um die englische Sprache geht, ob das dann alles so konform ist. Aber genau, ich denke, in Zukunft oder vor allem jetzt auch sind wir an einem Punkt dann, wo wir noch mehr gemeinsam in die Liedentwicklung gehen werden und ja. Genau, die Texte sind ganz viel halt aus persönlichen Erfahrungen entstanden und auch ganz viel geprägt tatsächlich durch
die Erfahrung mit einer Waldbesetzung, die mich sehr, sehr berührt hat im Dannenröder Wald. Und genau, so wird es wahrscheinlich auch weitergehen, dass wir immer wieder auch diese Erfahrungen sammeln dann, müssen, um wieder neue Lieder zu schreiben. The sky turn blue. Who will sing if the birds don't sing? Who will sing to you? Turn gray. Who'll sing as the howling wind does all the leaves away? Who'll dreaming the evening end, and who will greet the day? Who'll sing if the birds don't sing to guide us all? Mehr Impulse aus dem wunderbaren Gießen, wenn ich mich nicht irre, und haben uns total verzaubert. Und ich habe ja eingangs gesagt, eine unglaubliche Range bei dieser Newcomer-TV-Nacht, weil mehr Impulse mit sensiblen Tönen und jetzt die nächste Band, die sozusagen mit Heavy Stoner Doom Sludge Sounds als Duo die Bühne total zerlegt haben. Ich will gar nicht viele Worte verlieren, aber ihr werdet selber merken, das ist schon eine gewaltige Range, und so funktionieren auch die Newcomer-TV-Nächte. Die unterschiedlichsten Musikarten werden zusammengewürfelt, damit die Fans und auch die Bands einfach die große Palette an Vielfalt auch selber mal erfahren können. Jetzt erstmal ein Riesenapplaus von euch für die Wolfbird Twins. Your love,
Aber es ist auch ein Markenzeichen der Band. Ihr seid ein Duo. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wie habt ihr zusammengefunden? Weil du machst die Drums und Bird macht die Gitarre und den Gesang. Ja, das war, ich glaube, vor 5, 6 Jahren circa. 17, ne? Ja. 2017, ja. Da haben wir, war der Birdie auf dem auf einem Stoner Rock Konzert von unserer Band und dann haben wir halt ins Gespräch gefunden, dann haben wir ab und zu ein bisschen gejammt. Das war auch so 2017, 2018 dann rum und ja, dann hat er eben Wolfbird Twins gegründet mit einem anderen Drummer, der dann aber aus, ich glaube, zeitlichen Gründen dann aufgehört hat und dann bin ich mit eingestiegen, genau. Thank you.
Wie ist es bei dir, Michael? Also du bist ja ein junger Schlagzeuger. Wo sind deine Roots? Also wie lange machst du das schon und wie tief bist du? Ich glaube, du kommst aus Mainz, wenn ich mich nicht irre, in der Mainzer Szene verwurzelt. Ja, also ich bin Drummer bei einer Band, einer Stoner Rock Band seit 2011. Rogue Result, genau. Und war auch noch in ein paar anderen Bands als Drummer unterwegs. Zum Beispiel Foreign Faces war ich unterwegs. Ich habe auch bei einer Band ausgeholfen, die Alien Botox sich nennt. macht Spaß auf jeden Fall, sage ich mal, als junger Drummer. Ich denke, da kann ich auch einige Energie nachliefern. Vielleicht beherrsche ich nicht so den Shuffle oder sonst irgendwas, wie es ein richtig alter Drummer so spielen würde. Ne? Ich versuche mich immer dran, aber ich denke, jung ist ja auch schon 10 Jahre her mindestens. Da konnte ich schon einiges an Erfahrung sammeln. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen und ihr seid auch mit geföhnten Haaren sitzt ihr jetzt sozusagen bei euch in den Sesseln daheim und habt immer noch die Energie dieser zwei krassen Menschen mit ihren Instrumenten in den Poren. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Tage gebraucht, um dieses gewaltige Sounderlebnis sozusagen zu verarbeiten.
Ich hoffe, es hat euch neugierig gemacht, auch auf weitere Newcomer-TV-Nächte. Die nächste ist ja am 30. Juni. Aber jetzt möchte ich mich erstmal verabschieden. Der Seppel am Mikrofon und der Jochen an der Kamera von Virusmusikradio und Newcomer-TV. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao, bis bald.